trotzdem völlig ist. Hallo? Hab sie alle! Bring mir, was ich will, und ich geb sie dir. Ganz einfach. Du hast ein Schiff. Du könntest sie alle finden. Wer ist dieser Mann? Wer? Nun, der alte Seebär spricht ständig von irgendwelchen Briefen von Captain Kidd. Völliger Unfug, aber er tut keinem was, also lassen wir ihn. Sprich mit ihm, wenn du magst. Doch Vorsicht, er kaut dir ein Ohr ab. Wie auch immer, die Akia steht bereit. Wenn es dich wieder aufs Meer hinauszieht, warten wir auf dich. Nun bitte ich dich, geh wieder auf den Hügel, bevor der alte Mann wegen mir den Ruhestand beendet. Ja. Die Wochen. Und du hast dich nicht einmal verabschiedet. Verzeih. Und? Worauf wartest du noch? Ja. Zieh das an. Okay. Einst vor langer Zeit gab es eine Zeremonie für solche Anlässe. Aber ich glaube, wir beide sind nicht der Typ für so etwas. Du hast Werkzeug und Ausbildung. Du hast Aufgaben und Ziele. Und nun hast du einen Titel. Hi. Willkommen in der Bruderschaft, Connor. Hi, Julian. Ja, ich kann es nicht ändern. Ich habe mich auch kurz frustriert, weil ich wollte gar nicht mehr streamen an sich. So, Sequenz 5 ist beendet. Und noch eine Trophy. An sich bin ich ziemlich platt. Lady bin ich. Okay. Willkommen zurück, Desmond. Du wirst froh sein, dass es endlich mal gute Neuigkeiten gibt. Wunderbar. Ja? Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden und sie ist nicht weit weg. Lust auf einen Trip nach Manhattan? Ist es denn auch sicher? Abstergo wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder? Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern. Vielleicht. Die Templer haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Ja, den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Ja, ich weiß. Das ist doch einfach. Wenn ich einen Stream starte... dann sagt er mir auch immer nicht möglich, Stream nicht möglich. Versuchen Sie später erneut, dann drücke ich nochmal drauf und dann geht's. Versicherten die örtlichen Versorgungsunternehmen, dass sie auf die bevorstehenden Sonneneruptionen gut vorbereitet sind. Die zu erwartenden Ausfallzeiten bezeichneten sie als minimal. Tja, wenn die wüssten. Was ist das? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie von oben? Hi, Helm, grüß dich. Der Tür an. Hörst du mich? Test. 1, 2, 3. Ja, verstehe dich gut. Aktivier doch mal die Kamera. Ich habe ein Bild. Die Diagnose läuft. Ja, ein Bild kann man eigentlich ein schönes, starkes Signal, super Idee. So. Gut, von oben kommen, sagt er.
Okay. Von hier aus gekommen, ne? Ah, das ist ein dichter Weg. Was für eine tolle Aussicht. Ehrlich schon. Leck mich. Okay. Oh, jetzt hin. Rüber. Oh. Ich musste hier hoch, ne? Kann mich noch dran hin. Weiß ich nicht. Guck mal eben. Nee, kann aber nicht. Normalerweise nicht. Das ist eine Krise, ne? Bring ja nicht ab sowas, ne? Die Höhenangst. Immer den Elektrokabeln weiter nach. So. Oh Gott. Sie ist positiv. Jetzt gibt es keine Security mehr. Oder nicht ganz so positiv. Ein falscher Schritt und du bist effektiv rein. Klappe schon. Wie war das denn hier nochmal? Vorbei. Watch Dogs habe ich auch noch auf der Platte. Wollte ich auch noch mal zocken. Klaro. Würde auch jeder normale Mensch mal eben so machen, ne? Okay. Was ist denn jetzt? Wow. Vielleicht hast du es denn. Da oben auf dem beleuchteten Kran solltest du hoch genug sein für den Sprung. Solltest? Das klappt schon, keine Angst. Naja, ein bisschen Angst wäre schon angebracht. Sicher war sie high, als sie das berechnet hat. Schon.
Ein Witz? Das war ein Witz? Leuchtet ein Kran. Da, oh. Haben wir. Signal. Jetzt den Schirm auf! Oh. Wie ging das mit den Bremsen nochmal? Körper. Hätte er den Aschenbecher genommen, So. Du bist also Desmond. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das! Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Okay. Ja, wunderbar. Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht, er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, Mark, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle, oder? Wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Tja. Jetzt könnte ich ja nochmal gucken, quatschen. Und hier kann ich doch irgendwo noch E-Mails lesen, ne? Eine beliebige Taste drücken. Ich weiß, ihr haltet mich für bescheuert, aber ich habe den Eindruck, dass uns jemand beobachtet. Wir werden beobachtet. Von Juno. Oder einer Form von ihr. Glaubst du, es sind Aufnahmen? Oder ist es ein Geist? Also ehrlich, hier... Spricht sie mit uns, wie Minerva mit Ezio sprach? Keine Ahnung. Wer weiß, woran die hier unten nachgearbeitet haben. Es gibt so viele Räume, die wir noch nicht betreten können. Aber glaubst du, sie ist wirklich da unten?
und wartet. Irgendwo. Lebendig. Noch am Leben? Das ist lächerlich. Das hieß ja, sie wäre mindestens 85.000 Jahre alt. Die war mächtig, klar, aber nicht so mächtig. Sie suchten hier nach Wegen, um zu überleben. Vielleicht hatten sie Erfolg. Okay. Jetzt haben wir wieder was. Gucken wir mal, irgendwo konnten wir hier E-Mails lesen, hatte ich das Gefühl. Oder, ja, da habe ich ja ein paar neue gekriegt. Erhaltene Nachricht. Far Cry war doch das mit diesen Drogenfuzzis, ne? So. Okay, hier gibt's eine Menge zu lesen. Tiere haben wir auch. Okay, das sind die Patches, Datenbank. Erstmal willkommen zurück. Freut mich, dass es dir wieder gut geht. Klar. Oh, Leute. Guck mal, was ich hier alles lesen muss. Was geht hier unten los? So, ich habe jetzt Zeitung gelesen, alles wunderbar. Da liegt ein Stapel Bücher, da auch. Und dann könnte ich an sich mal mit dem anderen da reden. Mit dem da. Sohn? Das ist mein Vater. Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht so um mich schlagen dürfen. Du musst verstehen, dass ich sowas nie gut konnte. Und vergiss nicht, wir führen ein... Was das um sich schlagen? Leben. Ich mochte mein gewöhnliches Leben. Du kannst nicht vor dir selbst fliehen, Desmond. Ich gehe euch. Hab ich gemerkt. Hör zu. Es ist dumm, uns immer so im Kreis zu drehen. Ich gebe zu, ich habe bei deiner Erziehung versagt. Ja. Entschuldigung, tut mir leid. Aber es ist wichtig, dass du verstehst, dass es nicht böse gemeint war. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Oh Gott. Ich war zu sehr damit beschäftigt, aufzupassen, dass nichts Schlimmes passiert. Oh, ich habe nicht darüber nachgedacht. Frieden? Die Jugend ist schon etwas länger her, mein Freund. Frieden? Nee, ich schlafe nie Frieden. Oh, was ist jetzt passiert? Schön. In den Anfängen, als wir dachten, wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfangen. Vier Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerstören. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht, dauerte es zu lang. Tausend Jahre der Arbeit wären trotz all dem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut. Das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter. Doch während wir uns neuen zuwandten, kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, woran Fleisch scheiterte. Okay, wir hatten mal wieder eine Fizion, die jetzt aber auch reicht für heute, weil ich sehr müde bin, Kinders. Wann ich das überhaupt so lange gespielt habe. Da hinten war auch noch irgendeiner, der da hinten rumturnte. Da gehe ich jetzt hin und dann geht's ins Heierbettchen. Ich auch. Komm auch jetzt. War da oben war noch einer. Ich hätte ich gesehen sehen. Oh, Desmond, da bist du ja. Tust du mir einen Gefallen? Vielleicht.
Wenn das vorbei ist, würde ich gern das Rad im Animus zurückdrehen. Also, ganz zurückdrehen. Bis zur Zeit der ersten Zivilisation. Und du glaubst, das geht? Es gab auch keine echten Probleme, als du Altair besucht hast. Allerdings waren das nur circa 1000 Jahre. Und ich habe vor, mindestens 70.000 zurückzugehen. Klar, ich wäre dabei. Wäre interessant zu sehen, wie es damals so aussah. Exzellent. Ich glaube, das wäre sehr aufschlussreich. Okay. So. Das heißt... Wo ist denn überhaupt hier mein Sessel? Was ist der? Ne. Mein Sessel geblieben. Aha. Viel Glück, Desmond. Thank you.